You win. Live the action. Ja, dann begrüße ich Sie zur Pressekonferenz nach dem Spiel VfL Osnabrück gegen Fortuna Köln. Beiden Trainer Uwe Kuschinert und unseren Cheftrainer Daniel Thune. Der Gast hat natürlich das erste Wort. Herr Kuschinert, bitte schön. Ja, zunächst einmal natürlich an meinen Kollegen und den ganzen Verein Glückwunsch A zum Sieg und B, ich glaube, es ist so, Tabellenführung. Das ist mit Sicherheit etwas Besonderes. Letztes Mal haben wir in einer etwas anderen Konstellation zusammengesessen. Ich glaube, wir haben heute ein Spiel mit unterschiedlichen Phasen gesehen. Ich muss sagen, dass wir sehr, sehr schlecht, ich hatte das Gefühl, Osnabrück sehr, sehr gut ins Spiel gekommen sind. Wir hatten große Probleme mit der Geschwindigkeit der Heimmannschaft am Flügel. So haben sich direkt in den ersten Minuten einige brenzlige Situationen ergeben. Aber so nach 10 Minuten haben wir aus meiner Sicht das Spiel gut in den Griff bekommen. Wir haben aus meiner Sicht ein sehr gutes Ballrückeroberungsverhalten gehabt, waren immer wieder sehr, sehr schnell im Ballbesitz, haben darüber hinaus wirklich sehr, sehr gut strukturiert vorgetragene Angriffe gezeigt, haben eine recht hohe Zahl auch an Torabschlüssen gehabt. Wie überhaupt im gesamten Spiel hat Körber mit Sicherheit heute eine hervorragende Leistung gezeigt und einige Großchancen zunichte gemacht. So bei unseren Standards hat so vielleicht der letzte Tick gefehlt, um durchzukommen. Aber insgesamt hat mir die Spielanlage bis zur Pause hervorragend gefallen. Wir haben dann darauf aufmerksam gemacht, auch durch die Wechsel, dass wir natürlich genauso weitermachen müssen. Und das haben wir direkt nach der Pause getan, mit 2 guten Möglichkeiten. Dann kam dieser Aussetzer. Und ich glaube, mit dem 0:1 haben wir ein völlig anderes Spiel gesehen. Unsere Grundstruktur war noch in Ordnung, aber wir haben im letzten Drittel eine unglaublich hohe Zahl an Fehlern gemacht, haben Bälle nicht mehr sauber zu Ende gespielt und haben vor allen Dingen jegliche Durchschlagskraft im Strafraum vermissen lassen. So gab es zwar einige brenzlige Situationen für Osnabrück, aber nichts Entscheidendes. Und im Gegenteil hätte man mit Sicherheit bei der einen oder anderen Kontersituation sogar 0:2 in Rückstand geraten können. Dann wäre das Spiel zu gewesen. So war es zwar spannend bis zum Schluss, aber am Ende für uns nicht erfolgreich. Und wir müssen uns natürlich ganz klar vorwerfen lassen, dass wir heute hier bei diesem Spiel mit einem positiven Eckenverhältnis, mit einer relativ großen Zahl an eigenen Torgelegenheiten, mit einem kapitalen Fehler, den wir dann zum 0:1 gemacht haben, müssen wir uns vorwerfen lassen, dass wir hier ohne Punkte nach Hause fahren. Und wie schnell das in der dritten Liga gehen kann, das sieht man jetzt am Tabellenbild. Osnabrück hat eine tolle Ausgangssituation. Währenddessen wir natürlich jetzt schon so wieder ein bisschen mit dem Rücken zur Wand stehen und die Situation müssen wir annehmen, müssen mit Sicherheit unsere gute Spielanlage einfach in mehr Punkte ummünzen. Das ist in der dritten Liga gar nicht so leicht, wenn du einfach keinen Ball über die Linie kriegst. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kuschinert. Wie hast du es gesehen? Ja, ich kann dem Kollegen im größten Teil natürlich zustimmen. Ich glaube auch, dass meine Mannschaft von Beginn an drin war, in den ersten Minuten gut da war. Hatten uns vorgenommen, gerade mit der Stille im Stadion vielleicht auch eine kleine Reaktion zu zeigen, dass wir das Publikum mitbekommen. Es war ja auch dann teilweise da. Was man gemerkt hat nach den ersten Minuten, dass vielleicht dann doch irgendwo ein bisschen Müdigkeit auch im Kopf ist. Wir hatten jetzt auch nur diese 2 Tage zur Regeneration. Ich habe mit Waschkim Rennecke wieder einen kranken Spieler auf dem Platz gehabt. Wir haben Probleme in der Defensive, halt auch gerade eine Kette zu stellen. Alexander Derche fehlte, Felix Schiller musste relativ früh wechseln. Dann auch Felix Agu, der morgen Geburtstag hat und sich heute vielleicht selber ein Geschenk gemacht hat mit einer guten Leistung. Und so war es in der ersten Halbzeit, dass das Spiel dann auch zugunsten von Köln kippte, was wir nicht geschafft haben. Wir waren müde, glaube ich, ein bisschen im Kopf auch. Wir sind spät auf die zweiten Bälle gefallen. Wir haben nur reagiert, wir haben kaum noch agiert und haben uns hinten einschnüren lassen. Wir haben Probleme gehabt, dann auch im Umschaltspiel, also ins Doppeln zu kommen. Und so war es dann viele Situationen um unseren Strafraum herum. Ich glaube, in der ersten Halbzeit eine sensationelle Parade von Nils Körber, wo er diesen Ball dann wirklich hält. Also den habe ich schon im Tor gesehen und uns an der Mittellinie. Und ich habe versucht, meine Mannschaft in der Halbzeit ein bisschen aufzuwecken, sie wieder so ein bisschen abzuholen, wie wir gegen den Gegner verteidigen wollen, wie wir auch Druck ausüben wollen, wie wir in Ballbesitz kommen wollen, weil das fiel uns richtig schwer. Und dann im Laufe der zweiten Halbzeit hat man dann dieses Glück, diesen Fehler, den der Gegner macht. Ich glaube, das haben wir im letzten Jahr zu häufig auch erfahren, wie brutal das dann sein kann. Aber das spricht dann für meine Mannschaft, dass sie sich reingehauen hat, für Marc Haider, der sich endlich mal belohnt hat mit dem Tor, so wie er brutal marschiert. Da haben wir sehr intensiv Fußball gespielt wieder.
Ja, und dann fehlt uns auch die letzte Qualität vielleicht im Umschaltspiel, wo wir Situationen haben, 4 gegen 2, Marc Heider auch im Ballbesitz, wo man dieses Spiel dann für sich klar entscheiden kann, auch wenn man es sehr glücklich erstmal zugespielt bekommen hat. Und ich glaube auch, dass meine Mannschaft unfassbar intensiv Fußball gespielt hat, sich reingehauen hat und jeden Ball dann auch erzwingen wollte. Vielleicht dann auch den Gegner im 16er vor Probleme so ein bisschen gestellt hat, weil wir halt vielleicht auch ganz gut verteidigt haben, die Lücken dann geschlossen, dass dieser Abschluss nicht stattfand. Und freuen uns jetzt über diesen Heimdreier mit einem Sieg oder mit einem Tor und keinem Gegentor. Aber auch da wiederhole ich mich gerne, wir sind demütig, wir wissen, wie dieses Ergebnis zustande gekommen ist. Aber das Letzte, was wir machen, wir werden uns nicht für Siege entschuldigen. Deswegen freuen wir uns auch über die Tabellenführung aktuell. Das ist auch nicht so häufig, dass wir dieses Gefühl bekommen und wissen, dass wir weiter arbeiten müssen und sicherlich dann auch wieder mit mehr Qualität am Ball zu Hause auftreten müssen. Aber, 9 Spieltage, 18 Punkte, ich glaube, das ist mehr, als alle anderen erwartet haben von uns. Danke. Danke, Daniel. Wenn noch Fragen offen geblieben sind, dann besteht jetzt die Möglichkeit. Ja, Daniel, wie groß war deine Angst durch die 2 Wechsel, die du machen musstest und einen dann auch taktisch gemacht hast in der Halbzeit mit Alvarez? Die Mannschaft ist noch kleiner geworden, war eh schon kleiner als der Gegner mit seinen großen Verteidigern, gerade bei Standards. Wie groß war da die Angst, dass doch mal einer reinfällt? Ja, Angst wäre, da wären wir schlecht beraten. Aber klar sehen wir auch auf dem Spielberichtsbogen, wen der Kollege auf den Platz schickt und wir sehen, was für eine Größe da auch ist. Da sind wir kleiner aufgestellt, aber da müssen wir gucken, dass wir die Räume schließen, dass wir dagegen halten. Aber ich habe dann eher das Risiko gesucht, mit Alba dann einen auf den Platz zu bringen, dass wir vielleicht auch ein bisschen frecher nach vorne spielen, um halt uns von diesem Druck zu lösen. Markus ist ballsicher, habe dann auf Tim verzichtet. Ja. Und dann, wir wurden natürlich kleiner, mit Felix Agu auch im Vergleich zu Konstantin Engel. Aber wir waren in der Luft da, unser Torhüter war in der Luft da und entsprechend konnten wir das dann verteidigen. Aber das spricht natürlich auch dafür, dass der Gegner durch Standards viele Halbchancen hatte. Und warum hat es nicht geklappt, nach dieser guten Anfangsphase, den ersten guten 5 bis 10 Minuten, die Flügel, wo deine Mannschaft mit Tempo ja dann durchaus Vorteile hatte, hat man am Ende auch wieder gesehen, dass man die besser ins Spiel bringt? Ja, wir haben halt Probleme gehabt, glaube ich, schon dann in der Spieleröffnung, dass der Gegner uns dann doch früher gepresst hat, den ersten Ball attackiert hat. Wir kamen nicht so in unsere Spieleröffnung, wie wir uns gewünscht haben. Wir standen zu früh in den Räumen dann drin. Ja, und so kamen wir dann schlecht auch in den Flügel über die Flügel durch. Ich habe dann gesehen, dass die Flügel auch zu häufig dann innen waren. Somit waren sie dann nicht anspielbar. Wir haben dann zur Halbzeit gewechselt. Wir haben sie wieder auf den richtigen Fuß gebracht, damit sie wieder mehr Tiefe kriegen. Das hat Ennis ein paar Mal geschafft. Budi auch auf der anderen Seite. Ja, aber ich glaube einfach, dass man auch gesehen hat, dass die Beine ein bisschen schwer waren heute einfach von den Jungs. Und das gestehe ich denen zu. Und nochmal, es war auch ein richtig guter Gegner heute. Ja, weitere Fragen scheint es nicht zu geben. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche unseren Gästen natürlich eine angenehme Heimreise, sofern man das mal sagen kann. Jedenfalls ist sie kurz im Verhältnis. Viel Erfolg natürlich für den Rest der Saison und Ihnen allen noch einen schönen Restabend. Danke.